So, bitte. Wissen Sie, meine Tochter, die lebt im Ausland, ganz allein. Und da mache ich mir natürlich Sorgen. Ja, und wenn sie da nicht anruft, dann werde ich verrückt. Ja, und jetzt ist auch noch das Telefon kaputt. Vielleicht ist inzwischen irgendwas passiert und sie... Bitte sperren Sie sofort diesen Hund ein. Ich finde das doch ganz brav. Tobi, komm mal her, da ist noch nie jemand gebissen. Das interessiert mich nicht, sperren Sie den Hund ein. Also dann haben Sie sich mal nicht so. Ich habe Ihnen doch gesagt, der hat nie jemand gebissen. Der tut keiner Fliege was zu leide, gell, Tobi? Ist ein Braver. Komm, begrüß mal den Hund. Also wirklich nicht, entweder Sie sperren den Hund ein oder ich gehe wieder. Tobi, komm mal her. Also, ja, Sie wissen ja, was zu tun ist. Bitte beeilen Sie sich. Komm, Tobi, wir gehen. Wir erwarten uns nicht. Sie kommen doch zurecht, oder soll ich Ihnen erklären? Lieber auf, dass der Hund mich nicht beißt, ja? Ich komme schon alleine klar. Hoffentlich. Dann habe ich ihm halt den 01er ausgetauscht und war froh, als ich wieder raus konnte. Ich habe nur mal Angst vor Hunden. Was soll ich denn da machen? Ich bin auch nicht gerade ein Hundefan. Der Punkt ist nur, wenn du dich mit dem Hund nicht anfreundest, verdirbst du es dir oft auch mit dem dazugehörigen Herrchen oder Frauchen. Und dann ist der Ofen für ein weiteres Gespräch schon aus. Was hättest du denn an meiner Stelle gemacht? Lass mich mal überlegen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Hartmann, Telekom Service. Sind Sie Herr Ulrich? Ja, der bin ich. Na endlich. Bitte kommen Sie. Ich gehe gerade mal vor. Ja. So, bitte. Wissen Sie, meine Tochter, die lebt im Ausland, ganz allein. Da mache ich mir natürlich Sorgen. Und wenn sie nicht anruft, dann werde ich verrückt. Und jetzt auch noch das Telefon kaputt. Vielleicht ist inzwischen irgendwas passiert und sie... Oh. Sie haben einen Hund? Ja, das ist Struppi. Na komm mal her, Struppi. Ja. Naja, Struppi ist bestimmt ein ganz lieber Hund. Ja. Aber ich habe nun mal Angst vor Hunden. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, aber mir wäre wesentlich wohler, wenn Sie den Hund nach nebenan bringen könnten, solange ich hier bin. Sie kommen wahrscheinlich häufiger in Wohnungen mit Hunden. Da können Sie ja nicht wissen, ob die bösartig sind oder nicht. Also ich bringe den Hund so lange in die Küche. Das Telefon steht da. Ja. Kommst du wieder hin? Ja. So. Herr Ulrich, Sie sagten eben, dass Sie häufig mit Ihrer Tochter im Ausland informieren. Ruft Ihre Tochter meistens Sie an oder kommt es auch vor, dass Sie Ihre Tochter anrufen? Meistens rufe ich an. Dann kann sie ein bisschen Geld sparen. Wie merken Sie sich denn die Nummer? Gar nicht. Also wissen Sie, das sind so viele Zahlen. Und dann die Vorwahl, also das kann ich mir nie merken. Aber warum wollen Sie das wissen? Wie wäre es denn, wenn Sie ein Telefon nehmen, bei dem Sie die wichtigsten Rufnummern einspeichern können? Da brauchen Sie später nur eine Taste zu drücken und die Verbindung wird hergestellt. Ja, gibt's denn sowas? So oder so ähnlich hätte es doch laufen können. Und wenn du den Kunden von Anfang an verärgerst, kommst du mit ihm bestimmt nicht mehr ins Gespräch. Ja, stimmt schon. Aber bei dir liegt das offenbar im Blut. Ja, aber auch nicht von Anfang an. Ich habe halt einfach irgendwann den inneren Schalter umgelegt. Und dann ging es eigentlich wie von selbst. Probier's doch auch mal. So, aber jetzt muss ich wirklich los. Wir sehen uns morgen. Danke für die Tipps. Ich denke drüber nach. Mach's gut. Du auch. Du bist ja heute gut drauf. Was ist denn los? Hast du im Lotto gewonnen? Nee, aber ich glaube, ich habe den Schalter gefunden, von dem du neulich gesprochen hast. Ja, zwar nicht bewusst, sondern eher durch Zufall, aber ist doch letztlich egal, oder? Spann mir nicht so lange auf die Folter. Erzähl schon. Ja, stell dir vor, heute Morgen, bei meinem ersten Besuch. Oh Mann, was war denn das, du Klause? Heute Muskelkater. Naja, das wollen wir gleich mal sehen. Das war schon besser. Also schlecht bin ich halt doch nicht, ne? Spielen Sie auch im Verein? Als ich so groß war wie hier, habe ich auch im Verein gespielt, ja. Und wir? Ja, wir spielen in der E-Jugend, gleich um die Ecke. Toll. Ich würde zwar gerne noch ein bisschen weiter spielen, aber ich nehme an, Ihr Telefon ist wichtiger. Wenn Sie noch ein bisschen spielen wollen, ich warte gerne. Nachher vielleicht, wenn Ihr Telefon wieder okay ist. Mir soll es recht sein. Guten Morgen, Heinze. Guten Morgen.
Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Urban, ich bin vom Telekom-Service. Na, dann kommen Sie mal mit rein, Herr Urban. Bringen Sie ein Tässchen Kaffee mit mir? Ja, gerne. Na, hier geht's lang. Und dann war der Knoten geplatzt. Und als ich da fertig war, habe ich mich eigentlich schon auf den nächsten Kunden gefreut. Und so ging das dann den ganzen Tag. Gratuliere. Du hast es voll erkannt. Du, ohne unser Gespräch gestern Abend hätte ich das nie gepackt. Ich habe dich wohl angesteckt, was? Naja, positiv denken steckt eben an.